Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Online-Recherche digitaler Unterrichtsmaterialien. Dieses Mal wollen wir uns ansehen, wie wir nach frei zugänglichen Unterrichtsmaterialien im Internet suchen können, welche Portale bereits fertige Unterrichtsbeispiele und Aufgabensammlungen für den Unterrichtsgebrauch bieten und wie wir den Überblick über unser gesammeltes Material behalten können. Beginnen möchten wir mit der Suche nach Materialien, die wir in unserem Unterricht einsetzen können. Suchmaschinen sind hier unsere ersten Ansprechpartner. Die wohl unangefochtene Nummer 1 der Suchmaschinen im deutschsprachigen Raum ist Google. Ob wir nun gewünschte Suchergebnisse geliefert bekommen, hängt stark von unserer Suchanfrage ab. Wichtig ist, dass wir gezielte Suchanfragen stellen, also möglichst genau in möglichst wenigen Worten beschreiben, wonach wir suchen. Wir benötigen zum Beispiel Unterrichtsmaterial zum Thema Bienen. Als Suchbegriff geben wir ein Bienen und Unterrichtsmaterial. Und schon liefert uns die Suchmaschine jede Menge Suchergebnisse. Mit ein wenig Durchklicken werden wir mit Sicherheit fündig. Unser Beispiel zeigt Informationen und einige Arbeitsblätter zum gewünschten Thema. Stellt uns das Suchergebnis noch nicht zufrieden, so müssen wir unsere Suchanfrage präzisieren. Wichtig ist beim Suchen nach Unterrichtsmaterialien mit Suchmaschinen jedoch, dass wir auf Urheberrecht und Co. achten, denn es darf nicht jede gefundene Ressource einfach weitergegeben, verändert oder verwendet werden. Eine umfangreiche Sammlung von offenen Bildungsressourcen, also Open Educational Resources oder OER, ist das Zoom-Wiki. Dabei handelt es sich um das größte deutschsprachige Wiki zu freien Lernmaterialien. In diesem Wiki können, wie auch bei Wikipedia, alle angemeldeten NutzerInnen mitarbeiten, also Seiten ergänzen, korrigieren oder auch eine neue Seite erstellen. Diese Plattform bietet uns die Möglichkeit, gezielt nach Inhalten zu suchen oder im gewünschten Fachbereich einfach einmal herumzustöbern. Neben Unterrichtsideen, Informationen, Anleitungen und Arbeitsunterlagen können wir dort auch Online-Quizzes finden. Eine weitere Sammlung mit zahlreichen Unterrichtsmaterialien ist die DigiComp-Aufgabensammlung. Wir rufen dazu die Website digicomp.at auf und scrollen ein Stück hinunter. Dort finden wir die Beispielsammlungen für die Volksschule DigiComp 4 und für die Sekundarstufe 1 DigiComp 8. Durch Klick auf die Beispielsammlung gelangen wir zu einer Suchmaske. Hier können wir nun nach Fächern sortiert suchen oder die Suche präzisieren, indem wir in der Suchmaske das gewünschte Fach, die gewünschte Schulstufe und den Kompetenzbereich auswählen. Durch Klick auf Anwenden wird unsere Suche gestartet und wir bekommen zahlreiche Beispielaufgaben gelistet. Wir wählen das Beispiel Bildbearbeitung aus und sehen uns dieses genauer an. In der Schnellübersicht sehen wir, für welche Schulstufe dieses Beispiel geeignet ist und wie viel Zeit wir dafür einplanen sollten. Außerdem werden die angesprochenen Handlungsdimensionen aus dem DigiComp 8 Raster sowie die mit diesem Beispiel zu erreichenden digitalen Kompetenzen angegeben. Unter Zusatzinformationen finden wir relevante Informationen und Anleitungen für die Lehrperson, die Aufgabenstellung für die Schülerinnen und Schüler sowie eine Datei, die wir direkt in unseren Moodle-Kurs einbetten könnten. Wenn wir uns das Dokument Aufgabenstellung herunterladen und öffnen, sehen wir, dass dieses DigiComp-Beispiel mit einer CC-Lizenz gekennzeichnet ist. CC-BY-SA bedeutet, dass wir das Material unter Namensnennung und unter denselben Bedingungen in unserem Unterricht einsetzen dürfen. Eine weitere Plattform, auf der wir zahlreiche multimediale Inhalte und Aufgaben für unseren Unterricht finden können, ist www.planet-schule.de. Auch YouTube, das wohl bekannteste Videoportal, kann, sofern wir unsere Suchanfrage gezielt stellen, Lieferant für Unterrichtsmaterialien sein. Ein Videoportal speziell für Lehrende ist TeacherTube. Auch TED-Ed bietet eine Vielzahl an englischsprachigen Videos für den Unterrichtsgebrauch. Zur Verwaltung der Materialien empfehlen sich Social Bookmarking-Dienste wie zum Beispiel Pinterest oder edutext.de. Solche Dienste ermöglichen uns das Setzen von Lesezeichen, also das Speichern von unseren Links.
Außerdem können Websites wie Pinterest oder EduTags auch als Ideenquelle fungieren. Mehr dazu erfahren wir allerdings in der nächsten Coffee Cup Learning Einheit: Materialien verwalten und zur Verfügung stellen. Heute haben wir gelernt, wie wir in Alltagssuchmaschinen gezielt nach Unterrichtsmaterialien suchen können und welche Portale eine Vielzahl an freien Bildungsressourcen bieten. Außerdem haben wir zwei Tools zum Verwalten unserer Links kurz kennengelernt, die wir in den nächsten Coffee Cup Learning Einheiten genauer unter die Lupe nehmen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.